So, wir sind am Ende einer Reihe angekommen. Die Reihe heißt Ich bin Worte. Und ich vermute mal, dass es meinen Predigtkollegen leicht gefallen ist, mir diesen Bibelvers zu überlassen. Jedenfalls war, als Andreas die Texte rumschickte und ich ihn las, dachte mir, na hoppla di hopp. Ja. Es gibt so Texte, über die predigt man selten bis nie. Und wahrscheinlich ist das auch dieser Vers hier, Offenbarung 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Und jetzt kommt das Ich-Bin-Wort. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Yo, das wird es heute geben. Wurzel, Geschlecht Davids, glänzender Morgenstern. Offenbarung, nicht unbedingt das Buch, mit dem man sich so häufig beschäftigt, würde ich denken. Das hat meistens so am Anfang des Gläubigseins eine gewisse Faszination. Da liest man das dann öfter durch, ist total geflasht von all den Bildern. Und irgendwann stellt man fest, das ist doch komplizierter und dann lässt man es wieder sein. Ich möchte Werbung machen für euer Bibelkolleg 2021. Ulrich Neuenhausen aus Wiedenest wird kommen und wird euch eine Einführung geben in dieses Buch. Haltet euch den Termin frei. Gibt selten sowas. Ja, ich würde mich das noch nicht trauen. Also, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Das ist das Thema heute, beziehungsweise das sind die Bilder. Drei Bilder und, naja, das ist so ziemlich das Letzte in der Bibel, was über Jesus gesagt wird. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Letzte, was über Jesus gesagt wird, ist das. Und im Allgemeinen ist das, was man am Ende sagt, super wichtig. Das heißt, das ist zwar kryptisch, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern, erschließt sich nicht sofort, aber es scheint super wichtig zu sein. Und von daher lasst uns miteinander das betrachten, auch wenn ich oder wir wissen, dass man, wenn man Offenbarung liest, man sich auf Bilder einlassen muss, man sich vielleicht auch ein bisschen mehr dann in der Auslegung im Alten Testament aufhält. Ich kann euch das jetzt heute tatsächlich nicht, ich kann es nicht anders machen. Wir werden oft im Alten Testament heute Texte betrachten und wir haben auch nicht so richtig viel Zeit dafür. Das ist schade, wirklich schade. Also, weil das so ist, mache ich das heute mal so, dass ich die Auflösung, was bedeuten diese Bilder eigentlich, nicht ans Ende setze, sondern ganz an den Anfang. Ich sage euch jetzt erstmal, was wollen diese drei Bilder sagen? Und wenn ihr das verstanden habt, dann nehme ich euch mit rein in die Gedanken, wie kommt man dahin, dass sie das sagen. Okay? Also, es geht um, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und alle drei Begriffe, Wurzel, Geschlecht Davids und glänzender Morgenstern, stehen in der Bibel für dieselbe Idee. Nämlich alle drei stehen für Herrschaft. Also die Bibel endet damit, dass wir einen Blick auf Jesus tun, der Jahrhunderte alte Verheißungen erfüllt. Und zwar die Verheißungen, dass aus dem Volk Israel einer aufsteht, sich auf den Thron Davids setzt, um Gottes ewige Herrschaft über die Welt anzutreten. Es ist ein wenig das, was wir Weihnachtszeit, da liest man dann schon so Weihnachtsgeschichte und irgendwie gehört zur Weihnachtsgeschichte auch, das ist zwar viel früher, weil es nicht die Geburt, sondern noch vor der Empfängnis dann die Zeit beschreibt, aber irgendwie gehört diese Episode dazu, wo der Engel Gabriel zu Maria kommt. Das möchte ich euch mal vorlesen. Lukas 1, die Verse 30 bis 33. Und schon da wird dieser Gedanke formuliert. Jesus als ein Herrscher, als einer, der einen Thron besteigt. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein, und jetzt kommt's, groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters, Vater nicht im wörtlichen Sinne, sondern Vorfahren,
Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Seht ihr, da schon so früh taucht diese Idee auf, der Messias ist ein Herrscher. Und genau dieser Gedanke findet sich jetzt am Ende der Bibel, da wo die Bibel aufhört, letzte Seite, letzter Bezug auf Jesus, da findet sich dieser Gedanke wieder, Herrschaft. Jetzt kommen wir zu den drei Bildern. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie diese drei Bilder das Thema Herrschaft unterstreichen. Und wir fangen mit dem Einfachsten an und werden dann immer ein bisschen komplizierter. Ganz einfach ist, ich bin das Geschlecht Davids. Geschlecht hier im Sinne von Nachfahre. Und genau genommen ist Jesus nicht irgendein Nachfahre Davids, sondern er ist der Nachfahre Davids. Er ist der, der erfüllen sollte, was David von Gott verheißen bekommen hatte. David als König begegnet Gott, Gott gibt ihm eine Verheißung und die finden wir in 2. Samuel 7, Vers 16. Und diese Verheißung liest sich so. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig, dein Thron soll feststehen für ewig. Und David würde man weiterlesen, denkt darüber nach und stellt fest, wow, das ist ja eine Prophezeiung, die reicht nicht nur zu meinem Sohn und zu meinem Enkel, sondern weit darüber hinaus. Und es ist diese Prophezeiung, dass ein Thron, der Thron Davids, feststehen soll für ewig, auf die Gabriel Bezug nimmt, wenn er Maria verheißt, welche Funktion ihr Sohn, der Sohn des Höchsten genannt werden wird, auf dieser Welt einnehmen wird. Er wird der sein, der den Thron Davids besteigt und in Ewigkeit herrscht. Wie nahe dieser Gedanke den ersten Christen war, das merkt man daran, Pfingstpredigt zum Beispiel, Petrus haut in dieselbe Kerbe. Apostelgeschichte 2, die Verse 30, 31. Petrus erklärt etwas zum Thema Auferstehung und er sagt, da er, gemeint ist hier David. Man hat das oft nicht so im Blick, dass David nicht nur König, sondern auch Prophet war. Da er, David, nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen. Hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet? Hier geht es um Psalm 16, ihr könnt das nachlesen. Petrus argumentiert damit, dass sich Psalm 16, ein Psalm von David, auf den Messias, auf Jesus bezieht, weil er sagt, das ist doch logisch, dass David, der auch Prophet ist, natürlich über den einen Nachkommen prophezeit, der die wesentliche Verheißung, die er bekommen hat, über seinen Thron und über die ewige Herrschaft seines Throns erfüllen würde. Ich bin das Geschlecht Davids. Ich bin der legitime, von den Propheten vorhergesagte Nachfahre Davids, der den Thron Davids besteigen und über Israel herrschen wird. Und Achtung, hier ist Israel nicht die gleichnamige Nation, sondern hier ist Israel das geistliche Israel, hier ist Israel die Gemeinde, es ist die weltweite Herrschaft im Herzen der Gläubigen, die Jesus hier aufrichtet, wenn er seinen Thron besteigt. Okay, das war einfach, oder? Ja. Müsst ihr sagen, ja, das war noch nicht schwer, wenn Offenbarung immer so einfach wäre. Machen wir es einen kleinen Tick komplizierter. Nächstes Bild, ich bin die Wurzel Davids. Und jetzt gilt an dieser Stelle, dass man beim Lesen manchmal am Anfang gleich den richtigen Eindruck hat und manchmal nicht. Und hier nicht. Weil der erste Eindruck bei dem Wort Wurzel wäre der Eindruck, ich bin die Grundlage von etwas. Ja, ich weiß. Aber dann wäre die Offenbarung nicht Offenbarung, wenn immer gleich der erste Eindruck stimmen würde. Man muss sich tatsächlich da im AT bewegen, muss schauen, worauf nimmt jetzt hier in dem Fall Jesus, wenn er dieses Bild für sich selber verwendet, worauf nimmt er Bezug? Das ist das entscheidende Element.
Und deswegen müssen wir, nachdem wir eben in 2. Samuel 7 waren, jetzt gehen wir in Jesaja. Jesaja Kapitel 11. Und ich bin ja so froh, dass ich ein ganz klein bisschen auch gleich Advent mit hineinziehen darf in diese Predigt. Aber erstmal Jesaja Kapitel 11, Vers 1. Da heißt es: Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. So. Also erstmal eine Sache klären: Wer oder was ist bitte Isai? Isai ist der Vater von David. Bitte merken. Ja, das kann man auch mal so, wenn man eine Frage, also das kann man vielleicht auch mal im Kreuzworträtsel oder so brauchen. Bitte merken. Isai ist der Vater von David. Das ist deshalb wichtig, weil hier vom Stumpf Isais geredet ist. Was das genau ist, machen wir gleich. Und Isai als Vater David ist dann ein Synonym, was man auch für David verwenden kann. Also ob da Isai steht oder David, also ob da Geschlecht Davids oder Geschlecht Isais steht, das spielt keine Rolle. Es sind einfach, ist dasselbe Bild. Okay, also Isai, haben wir gemerkt, Vater Davids. So, jetzt kommen wir zu dem Advent. Ich möchte euch nämlich einen Liedtext vorstellen, den ihr alle wahrscheinlich schon mal gesungen habt. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten sungen aus Jesse. Jesse ist jetzt wieder die, ich weiß nicht, so eine eingedeutschte Form von Isai. Also jetzt wisst ihr schon, Isai, Vater von David, und wo in irgendwelchen alten Worten Jesse vorkommt, ist Isai gemeint. Okay? Nehmt das bitte mit. Aus Jesse, also aus Isai oder aus David, kam die Art und hat ein Blümlein bracht mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht. Das Blümlein, das ich meine, davon Jesajas sagt, nämlich in dem Vers, den wir eben hatten, in Kapitel 11, Vers 1. So, wenn du dich jetzt fragst, was bitteschön ist mit Ros, also das Entsprungene da. Ja, es ist ein Ros entsprungen. Was ist damit gemeint? Ich sage dir erstmal, was nicht gemeint ist. Damit ist keine Rose gemeint, der man das E geklaut hat. Und damit ist kein Ross gemeint, das ein S zu wenig hat. Also weder das Blümelein, obwohl das im Text auftaucht, ist gemeint, noch das Pferd. Ros ist ein Reis. Und Reis, das ist nicht Reis zum Essen, sondern das ist ein Begriff, der den Austrieb aus einer Wurzel beschreibt. Ich habe euch einen Reis mitgebracht. Ja, dieses Bild zeigt so einen Spross. Es zeigt eine alte Wurzel und in der Mitte der alten Wurzel kommt da ein Spross raus, ein Reis. Es ist ein Ros entsprungen. Okay? Wir lesen Elberfelder Bibel und das ist gut, weil ich sie für die genaueste deutsche Übersetzung halte. Würden wir die Einheitsübersetzung lesen, würden wir an der Stelle gleich ein bisschen dichter dran sein an dem Text. Ich lese mal vor, Einheitsübersetzung. Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Ah, spannend. Achtung, wir kommen von: Ich bin die Wurzel Davids. Jetzt schauen wir uns an, wo taucht diese Idee Wurzel eigentlich auf? Jetzt sind wir schon mal bei Jesaja 11 ziemlich dicht dran. Der Reis, der Spross aus dem Baumstumpf Isais ist ein Bild für einen König aus der Linie Isais, also aus der Linie Davids, aus dieser davidischen Königslinie, der zu einer Zeit seine Herrschaft antritt, wo nichts zu erwarten war. Also der Spross aus der Wurzel oder aus dem Wurzelstock, ihr müsst euch das Bild vorstellen, da haut man einen Baum ab. Was übrig bleibt, ist so ein Wurzelstock. Also man haut die davidische Königslinie ab. Da ist seit Jahrhunderten kein Nachfahre Davids mehr auf dem jüdischen Thron. Das ganze Thema ist noch dramatischer, weil in Israel selber nicht mal mehr Israeliten herrschen, sondern die Römer. Herrschaft, das ist wie ein abgestorbener alter Wurzelstock.
Und plötzlich aus diesem Wurzelstock, wo man nichts mehr erwarten würde, kommt so ein Spross. Da wächst plötzlich neue Herrschaft auf. Und es kommt nicht nur irgendein Nachfahre Davids, sondern es kommt der König, der an anderer Stelle in der Offenbarung dann zu Recht der König der Könige und der Herr der Herren genannt wird. Ich bin die Wurzel Davids. Ich muss jetzt noch einen Vers mehr bringen, damit das Ganze passt. Wir starten nochmal Jesaja 11,1, um euch da wieder mit reinzunehmen. Und dann erkläre ich euch, warum hier Wurzel steht und nicht Wurzelstock. Jesaja 11,1: Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Hatten wir schon. Jetzt kommt Vers 10. Und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen. Vergebt der Elberfelder für diese Übersetzung. Warum? Ach, ich sage das ungerne, weil ich mag die Leute, die da arbeiten an dem Text. Und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross. Wenn ihr eine Elberfelder lest, ist da eine Fußnote dran. Die Fußnote heißt, der Begriff kann auch Wurzel bedeuten. Und ich würde gerne sagen, nein, er bedeutet Wurzel und aus Versehen habt ihr hier mit Wurzelspross übersetzt. Das ist irgendwie ein bisschen dichter an der Wahrheit dran. Und Offenbarung 22,16 nimmt auf Jesaja 11, Vers 10 Bezug. Greift genau dieses hebräische Wort auf, was da steht. Und an jenem Tag wird es geschehen, die Wurzel Isais. Und natürlich ist gemeint dieser ganze Wurzelstock, das ist schon richtig. Aber wir müssen ja verstehen, warum in Offenbarung 22,16 Wurzel steht. Und es steht da, weil hier steht Wurzel im hebräischen Original. Und das wird einfach nur übertragen. Gemeint ist, ja das stimmt, der ganze Wurzelstock. Richtig, mit dem Schößling drin. Das gesamte Bild ist gemeint. Und jetzt kommt, was diese Wurzel zum Ausdruck bringen möchte. Hier steht die Wurzel Isais. Isai ist der Vater von David, haben wir. Also eigentlich könnte hier auch stehen, die Wurzel Davids. Und jetzt bin ich nicht der Freak zum Thema Jesaja 11. Ich wäre das gerne, da fehlt mir aber, denke ich, zu Jesaja noch ein bisschen Wissen, um das im Detail auslegen zu können. Was ich aber kann ist, ich kann mir anschauen, was hier steht. Was wird über den Messias gesagt? Er steht als Feldzeichen der Völker da. Nach ihm werden die Nationen fragen. Ein Feldzeichen ist so ein Banner, was man irgendwo reinrammt und sagt, hier bin ich, mit meiner Armee, kommt zu mir. Und jetzt, erste Idee, der Thron Davids, der König aus der Linie Davids, der über Jakob herrscht. Und jetzt merkt ihr, wie dieser Gedanke sich erweitert. Eben noch die Herrschaft über Jakob und hier, damit man diesen Begriff Jakob auch nicht zu klein versteht, hier die Aussage, diese Herrschaft, dieser Spross aus dem Stumpf Isais, der König aus der Dynastie Davids, der wird ein Feldzeichen sein für die Völker, die Heiden, ja, sogar die Heiden aus Oberkrämer. Die Heiden werden nach ihm fragen. Und seine Anhänger werden aus der ganzen Welt stammen. Und ihr merkt, es geht wieder um Herrschaft. Jetzt haben wir das Erste, ich bin das Geschlecht Davids. Nachfahre Davids auf dem Thron Davids. Zweitens, ich bin die Wurzel Davids. Ich bin der, der nicht nur seine Herrschaft antritt, um das fortzusetzen, was David für Israel war. Ich werde dasselbe weltweit installieren. Dritter Punkt, ich bin der glänzende Morgenstern. Und bei glänzendem Morgenstern, da ist nicht eine mittelalterliche Waffe gemeint. Das würde auch mit Herrschaft passen, das weiß ich, aber das ist nicht gemeint. Sondern gemeint ist ein richtiger Stern. Nämlich die Sonne. Also etwas, was wirklich strahlt. Und es spielt jetzt im Detail gar keine Rolle, welcher Stern gemeint ist,
Weil auch hier die Auflösung zu unserem Bild sich im Alten Testament findet. Und ich möchte ein drittes und letztes Mal dem Bild nachgehen, indem wir ins Alte Testament gehen. Aber bevor ich das tue, muss ich euch eine Einführung geben. Ich muss euch jemanden vorstellen, nämlich Bileam. Wer oder was ist Bileam? Bileam ist der, der die Prophezeiung gibt, die wir gleich lesen werden. Bileam ist das, was ich nenne, ein freischaffender Verflucher. Jemand, den du dir anwerben kannst, wenn du jemanden hast, den du loswerden möchtest. Und der kümmert sich dann drum mit einem Fluch. Und der König von Moab hat genau dieses Problem. Der König von Moab sieht Israel kommen, weiß nicht, was er tun soll und besorgt sich jetzt diesen freischaffenden Verflucher Bileam, lädt den ein und sagt, du kannst haben, was du willst, wenn du mir dieses Volk nur verfluchst. Und Bileam, naja, Bileam ist eine falsche Socke. Bileam ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Er möchte auf der einen Seite sich nicht gegen Gott stellen. Also er kennt Gott und er weiß, mit Gott sollte man es sich nicht verscherzen. Und auf der anderen Seite, sein Herz hängt doch nicht wirklich an Gott. Also er will auf der einen Seite Gott nicht unnötig gegen sich aufbringen, aber schaut man in sein Herz, dann gilt sein eigentliches, seine Sehnsucht gilt eigentlich dem Geld, dem Mammon. Ja, sein Herz ist geteilt. Und das führt dazu, dass er am Ende der Geschichte das Volk nicht verflucht. Gott sagt, du darfst ihn nicht verfluchen und er tut es nicht. Er segnet sie sogar. Aber bevor er die Moabiter verlässt, gibt er ihnen trotzdem noch einen Tipp mit, wie sie das Volk Israel so richtig reinreiten können, wie sie ihm so richtig Schaden zufügen können. Und da merkt man diese Geteiltheit, so viel Gott wie nötig und so viel Knete wie möglich. Und er verliert am Ende alles, diesen Bezug zu Gott und auch noch sein Leben. Und Bileam wird im Neuen Testament ein ganz abschreckendes Beispiel für Christen, die nicht genau wissen, wo sie in ihrem Leben stehen. Ja, die mal hierhin schwanken und mit Gott leben wollen, dann doch wieder dorthin und sagen, ich möchte es mir in dieser Welt aber auch bequem machen. Also dieses Hin und Her, dieses halbherzige Christsein wird zum Beispiel im Judasbrief dann als der Irrtum Bileams bezeichnet. So etwas könne man so leben, kann man aber nicht. Das war Bileam, die Einführung. Jetzt schauen wir uns die Prophezeiung an, die Bileam über Israel tut und auf die sich unser Text in Offenbarung 22, 16, der glänzende Morgenstern, bezieht. 4. Mose 24, 16 bis 18. Es spricht, der die Worte Gottes hört. Bileam ist wirklich ein Prophet. Das heißt nicht, dass er gläubig ist, aber er ist zumindest ein Prophet. Er hört die Worte Gottes, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der da liegt mit enthüllten Augen. Also er hat eine Vision, ihm ist völlig klar, was Gott sagt. Ich sehe ihn. Gemeint ist den Messias, Jesus. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es fehlen noch 1500 Jahre, bis Jesus auf der Bildfläche der Weltgeschichte erscheint. Anderthalb Jahrtausende vorher hat Bileam diese Vision. Und jetzt kommt das, worauf sich Offenbarung 22 bezieht. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter. Und jetzt habt ihr wieder, Zepter hat immer was mit König zu tun, mit Königswürde. Ja, wer das Zepter hat, regiert. Und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Und Edom wird sein Besitz und Seir wird sein Besitz, seine Feinde. Und Israel wird Mächtiges tun. Bileam sieht einen zukünftigen König, der aus Israel kommt und alle seine Feinde zerschmettert und alles Land in Besitz nimmt. Wenn Jesus also über sich sagt, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern,
dann ist dieser letzte Abschnitt, der glänzende Morgenstern, ein Hinweis auf die Prophezeiung in 4. Mose 24, 17. Und er ergänzt die ersten beiden Bilder. Also es ist Wurzel Davids, Geschlecht Davids, glänzender Morgenstern. Und immer geht es um dasselbe Thema. Jesus steht am Ende der Offenbarung da und stellt sich noch einmal vor. Und ich weiß nicht, wenn ich dich gefragt hätte, was sagt Jesus am Ende über sich nochmal? Was wäre das Thema, was du erwartet hättest? Also ich hätte nicht das erwartet. Ich hätte vielleicht sowas erwartet wie, ich bin das Licht der Welt oder ich bin das Brot des Lebens. Das hätte ich für den Schluss aufbewahrt. Und Jesus sagt, ich bin die Wurzel, ich bin das Geschlecht Davids, ich bin der glänzende Morgenstern. Ein und dieselbe Idee dreimal. Ich herrsche. Ich habe mein Banner aufgerichtet, ich habe mein Zepter ergriffen, ich habe mich auf den Thron meines Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvaters gesetzt, um als König der Könige über diese Welt zu regieren. Das ist das letzte Bild, das in der Bibel für Jesus verwendet wird. Also nicht ganz einfach zu verstehen, aber ich denke klar genug. Jesus sagt auf eine, ich sag mal, typisch apokalyptische Weise, die Offenbarung ist eine Apokalypse, da redet man in Bildern. Typisch apokalyptisch, mit vielen Anspielungen aufs Alte Testament. Aber er sagt etwas, was ganz simpel ist. Ich bin der Herr. Gott verfolgt mit dieser Welt einen Plan. Und im Zentrum dieses Plans steht ein Kreuz und ein leeres Grab. Gott wird klein und besiegt als Mensch, als Jesus von Nazareth, den Teufel am Kreuz, indem er, der Unschuldige, dort für uns, für die Schuldigen stirbt. Und der Vater stellt sich zu diesem Sieg, indem er den Sohn auferweckt und ihm, das wäre ein Zitat aus Daniel 7, ihm die ewige Herrschaft, die nicht vergeht, anvertraut. Das Reich Gottes ist eine Realität. Und es wird selten, glaube ich, darüber gepredigt. Aber das Reich Gottes ist eine Realität. Für Leute, die gerne Englisch mögen, ich habe es mir gerade gekauft, The Empire of the Risen Sun von Steve Gregg. Sorry, es ist Englisch, dafür kann ich nichts. Aber wer sagt, hey, Englisch ist nicht so mein Problem, da komme ich gut durch. The Empire of the Risen Sun von Steve Gregg. Geht um genau dieses Thema. Reich Gottes. Gott hat sein Reich errichtet. Dieses Reich hat einen König. Es ist der Ort der Rettung. Es ist tatsächlich das neue Jerusalem, offen für jeden, der glaubt. Jesus regiert. Er tut das noch im Hintergrund. Ja, aber trotzdem durchdringt sein Reich die ganze Welt. Menschen aus allen Kulturen und Sprachen werden in diesem Moment für das Evangelium gewonnen. Sie werden von Neuem geboren, sie bekommen neues, ewiges Leben. Oder um Paulus zu zitieren, sie werden gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist das, was zu Tausenden und Abertausenden jeden Tag passiert. Jesus regiert. Er durchdringt diese Welt. Und du kannst das nicht aufhalten. Übrigens Corona auch nicht. Auch wenn es sich merkwürdig anfühlt, aber dieses Reich wird wachsen. Dieses Reich wird wachsen, weil der Herr Jesus gesagt hat, es wird sein wie bei einem Bauern, der den Samen ausstreut. Und dann legt er sich hin und schläft und steht wieder auf. Und dieses Reich wird einfach wachsen. Und deswegen, weil Gott der Gott ist, der Seele für Seele, Mensch für Mensch für Mensch gewinnt, bis er wiederkommt. Deswegen ist das so wichtig, dass wir begreifen, wer hat in dieser Welt das Sagen. Und es sind nicht die Mächtigen mit ihren Konferenzschaltungen. Es ist im Hintergrund der eine König der Könige. Und ich möchte zum Schluss einen Text lesen aus dem Krönungspsalm des Messias, aus Psalm 2. Und es ist ein Text, der gleichzeitig eine Warnung enthält und einen Segen. Und ich möchte das vorlesen und euch dann den Segen zusprechen.
Da heißt es in Psalm 2, die Verse 10 bis 12. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Im Psalm 2 sind die Könige die, die sich zusammengetan haben gegen Gott und seinen Gesalbten. Und hier am Ende des Psalms, wo Gott sich nicht hat aufhalten lassen von dem Widerstand, seinen Sohn durch Kreuz und Auferstehung zu krönen als den König der Könige, da heißt es nun, und nun ihr Könige handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Das ist unser König. Geschwister, dieser König, der Herr Jesus, verdient unseren Gehorsam, unsere Hingabe, unsere Freude, unsere Ehrfurcht und unsere Liebe. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Und so kommen wir zurück zum Start dieses Gottesdienstes. Was haben die Engel den Hirten gesagt? Fürchtet euch nicht. Euch ist heute ein Retter geboren. Und was sagt der Herr Jesus uns am Ende selber über sich? Ich bin der Herr. Glücklich alle, die sich bei mir bergen. Dieser Herr regiert. Und ich muss mich nicht fürchten, egal was kommt, weil es gibt an keinem Ort in diesem Universum mehr Sicherheit als an der Seite des ewigen Königs. Amen.